Das Kulturhaus Osterfeld ist für jeden eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, sich selber zu finden, neue Leute kennenzulernen. Also der Job hier ist sehr interessant, die ist relativ abwechslungsreich. Man sieht viele verschiedene Sachen, arbeitet mit vielen unterschiedlichen Menschen zusammen. Ohne mich wäre es hier sehr dunkel. Das Kulturhaus Osterfeld weiß schon, was es tut. Ne? Es gibt Comedy, tatsächlich auch Komiker, die ziemlich gut durchstarten, auch junge Komiker, wie ich gesehen habe, in den Programmheften, aber auch etablierte Kabarettisten und ja, dann noch Musik und Kinderprogramm. Also schon mega vielfältig. Das Kulturhaus Osterfeld ist ein Drehpunkt für alle Generationen. Man findet hier ab Kinder bis Senioren, Veranstaltungen, Kurse, alles, was das Herz begehrt. Und wenn ich hier reingehe, dann ist immer Leben im Haus. Da trällert's, da tanzt, da bewegt sich's, unten trommelt's. Oder es ist einfach ein ganz, ganz wunderschöner Treffpunkt. That was the first impression I have. I was like, wow, I like it. I like it. It's warm, like you really feel the people close, like part of your art when you're performing. Also hier sind wir im großen Saal des Kulturhauses. Das ist eigentlich der größte Veranstaltungssaal, den wir haben, mit 374 Sitzplätzen. Aber wir haben natürlich unsere eigenen Veranstaltungen oder auch, wenn es Anfragen gibt, mieten wir auch gerne das CCP für andere oder für unsere Veranstaltungen. Wir, das kommunale Kino, schätzen die Kooperation mit dem Kulturhaus Osterfeld sehr. Ohne die Infrastruktur dieses Hauses ist eine Großveranstaltung wie das Open-Air-Kino nicht möglich. Es ist einfach ein ganz, ganz wunderschöner Treffpunkt und vor allen Dingen auch mit der Kombination, dass man anschließend auch unten ins Cometa reinsitzen kann, das Restaurant hier im Haus. Ja, der Förderverein hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen, die das Osterfeld unterstützen wollen, hier zusammenzuführen. Das heißt, wir haben ganz viele Menschen, die einfach sagen, wir finden das toll, diese Einrichtung hier in Pforzheim zu haben. Wir wollen das unterstützen. Das Ehrenamt spielt hier im Kulturhaus Osterfeld eine ganz große Rolle. Die ehrenamtlichen Leute, die arbeiten hier in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also auf der Bühne, hinter der Bühne, in der Maske, am Ton, am Lichtverfolger. Sie kontrollieren die Eintrittskarten. Also in ganz verschiedenen Bereichen kann man sich hier engagieren. Wir sind von der Chorakademie Pforzheim. Wir bieten Chöre an. Im Moment 6 Stück an der Zahl. Und wenn man was braucht, kriegt man es und kriegt Antworten und läuft durchs Haus, wenn man die Chorproben abhält und trifft freundliche Menschen, die einen grüßen und die irgendwie gut drauf sind. Ich sehe das Kulturhaus Osterfeld als ein Ort an, wo wir auch das, was hier Pforzheim bietet, diese vielen verschiedenen Nationen zusammenzubringen und Leben zu gestalten. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir solche Orte hier erhalten und weiter ausbauen. Ich glaube, das verbindet uns auch alle hier, so die Begeisterung, so ein bisschen mehr machen zu wollen.